Hallöchen, meine werten Damen und Herren, und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft Ran mit mir, dem Aerosol HD und dem guten alten Dr. Auku. Sag mal, du hast uns eigentlich gar nicht erzählt, was ist denn jetzt eigentlich mit deiner Freundin geworden? Oder ist sie jetzt deine Freundin? Ja oder nein? Hat's geklappt, ha? Wow, das heißt, sie ist also deine Freundin geworden. Sag mal, komm, gib's zu. Hat die Schokomilch geholfen? Was die Schokomilch, die es ausgemacht hat? Oh, was ist das? Ja, es war die Schokomilch. Ich hatte doch mal wieder recht, Alter. Und die meisten Leute von euch in den Kommentaren haben auch geschrieben, die meisten Mädchen haben in den Kommentaren geschrieben, ja, Roman, wir finden Schokomilch ultra cool. Yeah, das ist auf jeden Fall mega nice. Das sind so meine Tipps, ja. Die guten alten Tipps von Aerosol, wie man mit Mädchen halt eben so spricht und so. Das ist ja easy. Ja, die gute alte Schokomilch hilft da meistens ganz gut. Und zwar haben wir natürlich jetzt ein wunderschönes Pärchen hier in Minecraft Dragon, ha? Hast du jetzt hier deine schöne kleine Freundin? Das ist ja super. Okay, willkommen in der Familie. Willkommen in Dragon City. Du bist hier übrigens jetzt bei uns dabei. Du kannst hier übrigens wohnen, wie du willst. Du kannst machen, was du willst. Du kannst hier Kokosnüsse essen. Du kannst hier eigentlich alles machen, was du willst. Ja, außer in meinen kleinen Kopf da reinzuwandern, weil da sind nämlich geheime Gegenstände drin. Nein, war ein Spaß. Mein Kopf ist hohl. Lol. Okay, super. Das heißt, wir haben also jetzt übrigens nochmal hier in unserem Inventar was ganz Besonderes. Und zwar haben wir nämlich hier 8 schöne Obsidians. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo man theoretischerweise ein schönes Nether-Portal aufstellen kann. Allerdings überlege ich die ganze Zeit der Zeit. Das heißt, eigentlich hätte man hier hinter das Haus was hinstellen können. Man hätte auch irgendwas in diese Kammer hier reinmachen können, aber wir haben das leider ein bisschen verdattelt. Das Problem bei Nether-Portals ist immer, wenn man das Nether-Portal zu nah baut, dann macht es immer blöde, komische Geräusche. Weswegen man das meistens immer entweder außerhalb bauen sollte oder ein bisschen weiter weg. Deswegen würde ich sogar vielleicht sogar sagen, nachdem wir diese komische Pilzfrau hier mal wieder ein bisschen gezeigt haben, wo es lang geht, easy the peasy, lemon the squeezy, komm her, mein kleiner Kerl, so, dem hauen wir aber auch kurz mal ein bisschen hier auf den Poborino oder Valentino, so, dem haben wir jetzt mal kurz gezeigt, wo der Haken hängt, ne, habe ich mir einfach mal gedacht, dass wir theoretischerweise auch langsam mal ein Nether-Portal brauchen. Weswegen ich sogar nachdenke, einfach mal hier ein bisschen Dirt abzubauen, ja. Und dann bauen wir uns hier wahrscheinlich hier so eine kleine Grube rein, ja. Wo wir wahrscheinlich in das wunderschöne kleine Feld, was wir hier besitzen, einfach mal so ein Nether-Portal reinbauen. Und dann müssen wir einfach nur noch hoffen, dass keine Zombie-Picks oder sowas in der Art reinkommen. Weil ihr kennt das, ja. Wenn man nämlich ein Nether-Portal baut, dann besteht tatsächlich die kleine Möglichkeit, dass tatsächlich Zombie-Picks zu einem nach Hause kommen, ja. Und diese Zombie-Picks, die werden dich dann nachts aufsuchen. Und dann werden sie dich fressen. Nein, war ein Spaß. Solange du Zombie-Picks nicht angreifst, wird dich keiner fressen. Aber wenn du böse bist zu Zombie-Picks, dann haben sie auch das Recht, dich zu fressen. So, ich würde mal sagen, das klingt fair, das ist Demokratie. Und wenn dich irgendjemand schlägt, dann darfst du den fressen. Ganz einfach. Super easy peasy. So, das heißt, wir nehmen jetzt also hier, oder habe ich recht, Dr. Auge? Ne? Denkst du das auch so? Ja? Jeder, der irgendwie Schrott macht, würde ich nämlich auch sagen. So, okay. Aua, hey, what the fishery, dude? Nein, hast du nein gesagt? Nein, verstimmst du mir etwa nicht zu oder sowas in der Art? Doch, du stimmst mir zu. Oh ja, der gute alte Dr. Auge. Das ist ja der Knaller. So. Das heißt also, wir nehmen jetzt hier die Obsidian. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das klappen wird. Oh, Dr. Auge, sag mal, hast du ein bisschen was an Obsidian dabei? Ich brauche nämlich insgesamt 1, 2, 3, 4 Obsidians. Ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas zu Hause liegen oder hast du noch irgendwas mit dabei genommen? Weil ich brauche nämlich insgesamt 4 Stück noch. Oh, hast du welchen dabei? Oh nein, wie viel hast du denn dabei? Hast du 3 dabei? 1, 2, 3. Uns fehlt einer. Oh mein Gott, Dr. Auge, ärgerst. Oh, du ärgerst mich, du kleiner Ärgerschuf, du hast keinen mehr dabei. Oh Gott, oh nein. Das heißt, wir müssen jetzt also kurz vorbei schauen. Oh Gott, warte, ich guck mal nochmal kurz vorbei. Da ist gerade eben Creeper Dino gewesen. Aber das ist natürlich kein Problem. Sag mal, hast du zufälligerweise alle deine Obsidians bei deiner Freundin ausgegeben? Hä? Hast du etwa deiner Freundin alle Obsidians geschenkt und mir nichts übrig gelassen? Das ist so unfair von dir. Aua, hey. Oh, du hast noch ein Obsidian. Du hast mich getrollt, Mann. Dr. Auge, du sollst aufhören, mich die ganze Zeit zu trollen. Das ist unfair. Das ist so unfair. Man macht es nicht unter Freunden, aber du machst es doch. Wobei, man trollt sich tatsächlich oft unter Freunden. Ich weiß nicht, trollt ihr euch gegenseitig gerne und oft mal unter Freunden? Weil ich mache das irgendwie schon ein bisschen gerne. Und ich weiß, ich habe hier tatsächlich gerade ein zu großes Nether-Portal gebaut, weil die meisten Leute werden jetzt natürlich schreiben, oh, Roman, ich greife einen Creeper an. Das stimmt natürlich auch, der Creeper greift mich auch an. Aber ich habe auch ein zu großes Nether-Portal gebaut, weil in den Kommentaren wird jetzt nämlich 1:1 so drinstehen. Roman, warum hast du denn das Nether-Portal so groß gebaut? Du bist so ein Schwachmann. Das kann man doch so nicht machen. So was wird auf jeden Fall in den Kommentaren drin stehen. Das ist natürlich jetzt nicht so dolle, aber was soll man denn da machen? So, craften wir uns jetzt einfach mal mit Flint und mit einem guten alten Steel einfach mal einen Flint und Steel und zünden die Bude an. Oh je, das sieht mega magic. Oh, da ist der Dr. Auge auch weg. Ach ja, so schnell kann es funktionieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und da backt er jetzt auch gerade eben schon drin. Das hat aber ganz schön lange gebraucht, jetzt bei uns hier ein Nether-Portal aufzustellen, ja?
da muss man natürlich irgendwie ein bisschen Schrodderidino immer machen und dann ergibt es meistens immer solche Sachen. Ach ja, was soll man denn da machen? So, was ich jetzt allerdings vorbereitet habe, ist nochmal was ganz Besonderes. Und zwar haben mir natürlich viele Leute was Besonderes geschrieben, weshalb wir jetzt natürlich erstmal wieder aufs Land raus müssen, ja? Ich muss nur gucken, ob ich mein wunderschönes Werkzeug dabei habe, was uns dabei helfen wird, heute ein bisschen zu siegen. Ach komm, wir craften uns einfach das, was wir benötigen, einfach dann, wenn wir es brauchen, weil wir brauchen tatsächlich kein großes, aufwendiges Crafting-Feld oder sowas in Art. Da sehen wir auch schon ein Schäflein, ja? Leider habe ich leider hier kein Schäflein. Ich weiß nicht, gibt es eigentlich irgendeinen bei uns im Projekt, der irgendwie Schafe haltet oder sowas in Art? Bin mir da auch nicht so ganz sicher, ja? Deswegen nehme ich jetzt einfach mal kurz hier dieses Schaf, weil wir brauchen nämlich das Erste, was wir brauchen, ist natürlich erstmal ein bisschen Wolle von diesem Schaf hier. Das gute alte Schaf musst du natürlich... Oh! Eine Wolle hast du mir gegeben. Du bist aber ein sehr vorzügliches Schaf. Dankeschön für deine äußerst tolle und atemberaubende Großzügigkeit, ja? Dass ich... Oh, lol, das ist übrigens auch alles drin in unserer Schulkerbox. Viele Leute sagen ja zu mir, oh, Roman, du bist so unordentlich. Und die meisten Leute, die das sagen, die haben tatsächlich auch recht, ja? Ich bin tatsächlich einer der unordentlichsten Menschen, die es überhaupt nur gibt, ja? Ich bin irgendwie nie am Sortieren, nie am irgendwie was machen, weil ich mega faul bin, ja? Ich bin mir nicht ganz sicher, warum ich immer so faul bin, aber ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ja? Ich war ja damals auch immer in der Schule immer so mega faul, ja? Und das heißt also, wahrscheinlich ist es auf mich so ein bisschen abgefärbt, ja? Dass ich irgendwie mein Lifestyle ein bisschen faul führe. Ich muss auch sagen, dass ich zu Hause nicht so oft staubsauge, muss ich sagen, ja? Ich bin ja nicht so unbedingt der Fleißige, der super viel zu Hause aufräumt, aber das bedeutet nicht, dass es bei mir zu Hause dreckig ist. Vielleicht nur ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Aber ich bin halt eben faul. Ich weiß, das ist eine schlechte Ausrede, ja? Theoretischerweise darf man diese Ausrede niemals irgendwie verwenden und sagen, oh ja, passt schon, ich muss das jetzt nicht machen, ich bin einfach faul, ja? Das ist eine der schlimmsten Sachen, die man sich irgendwie so aneignen kann, dass man einfach zu allem sagt, ja, was soll ich denn da machen, ne? Was soll man denn da machen? Ich bin halt faul, ja? Das Leben ist hart, ne? Dr. Auge, übrigens, schau noch mal kurz ein bisschen nach, ob du hier vielleicht noch ein bisschen Wolle findest, weil ich gehe dann schon mal auf die weitere Jagd nach anderen Sachen, denn ich suche hier nämlich was nach etwas Besonderem, ja, da dürften sich eigentlich hier irgendwo im Dschungel, ja, tief im Wald, tief dort, wo Mowgli geboren ist, ja, dürfte sich doch eigentlich was Besonderes befinden, was wir suchen. Lol, da ist übrigens gerade ein Ozelot gewesen, habt ihr den gesehen? Wo ist der Ozelot? Das ist ein Ozelot, Junge. Das ist einfach ein Ozelot. Was machst du denn hier, kleiner Ozelot? Hey, renn doch nicht weg, Kleiner. Oh, ich habe leider keine Fische dabei. Es tut mir leid. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist tatsächlich ein Ozelot. Also, falls wir demnächst mal ein Ozelot brauchen, werden wir definitiv hier mal nochmal kurz vorbeischauen. Der hat wahrscheinlich ein bisschen Angst gehabt vor dem Golem hier. Ui, what the fish? Dr. Auge, du bist unsichtbar bei mir. Du bist ja geil. Du, Alter, gerade eben ist bei mir Wolle aus dem Himmel gefallen. Einfach so, als ob wirklich die Wolle zu mir aus dem Himmel fällt. Normalerweise sagt man ja immer, ja, dass Wolle nicht aus dem Himmel fällt, aber hier hast du ein bisschen Experience, ja. Ich hoffe einfach mal, dass du das bekommen hast. Du bist zwar gerade bei mir unsichtbar, aber aua! Hey, da ist schon wieder einer, der irgendwie ein bisschen boxen will, ha? Boxen, boxen, boxen. So, das heißt also, wir sind gerade übrigens gerade auf der weiteren Suche nach etwas Besonderem. Und zwar schaue ich gerade nach, wo sich denn hier eigentlich, ja, ein bisschen was an Poppies befindet, ja? Weil wir haben nämlich meistens hier immer nur diesen Rosenbusch, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob der Rosenbusch auch rote Farbstoffe abgibt. Sag mal, was ist denn hier bitte schön los? Weil er hat mich gerade eben wieder geschlagen. Dr. Auge, was du das? Du bist unsichtbar bei mir, Dr. Auge. Ich kann dich nicht sehen. Aua, hey, was soll das, Dr. Auge? Ja, okay, ich starte ja mein Spiel neu. Ich starte mein Spiel neu. Ist ja gut. Ah, da bist du ja, Dr. Auge. Perfekt, super. Komm, komm mit. Ich zeig dir mal kurz, wo es jetzt hingeht. Und zwar habe ich nämlich jetzt meine zwei roten Farbstoffe gefunden. Wobei, nein, warte mal, das reicht nicht. Wir brauchen noch mehr Rosenbüsche. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dr. Auge, nimm du ein paar Rosenbüsche mit und ich hau schon mal irgendwie den besten Platz hin, um hier irgendwie so weit wie möglich wegzukommen. Ja? Das heißt, ich begebe mich hier einfach mal wieder so wie immer auf einen Baum, ja, und versuche natürlich wieder nach Hause zu kommen. So, und dann machen wir natürlich mal wieder ein Flugbattle. Mal gucken, wer schneller zu Hause ist. Ja, ich werde wahrscheinlich von hier oben aus fliegen. Das wird wahrscheinlich funktionieren. Wollen wir ein Flugbattle machen? Hast du schon ein paar Rosen mitgenommen? Ja, ich nehme jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen Steak mit, damit ich das Steak erstmal kurz wegfatzen kann. Und dann schauen wir mal, wer schneller ist. Okay, wir fliegen los. Warte, ich würde sogar sagen, ich gebe dir Vorsprung. Okay, Vorsprung von, sagen wir mal, 2 Sekunden. Okay, 3, 2, 1, los, geh los. 1, 2 und ich flieg los. Go, go, go. Ich hab dir Vorsprung gegeben. Oh, Dr. Auge, du bist so langsam. Ah, bei mir lädt die Welt nicht. Oh Gott, ich bin im Weißen. Hilfe. Oh Gott, ich bin gegen den Baum geflogen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe gerade eben ein paar kleine Kalibrationsfehler oder sowas in der Art gehabt. Ja, wird schon funktionieren. Ich bin der Meteor. Mal gucken, wer Erster ist. Oh Gott, bitte, bitte, bitte. Ich möchte so gern Erster sein, aber ich habe das Gefühl, ich werde nicht Erster sein. Bitte. Und ich hab's geschafft. Ich bin Erster. Ach, Dr. Auge, du lahme Schüssel. Wo bist du denn, Dr. Auge? Huh? Wo bist du, mein kleiner, schneller Held? Oh Mann, hast du dich etwa im Wald oder sowas in der Art verloren? Da kann man ja nichts gegen. Oh, du bist da oben.
Warst du schon vor mir da? Sag mal, Dr. Auge, warst du warst vor mir da? Nie im Leben, oder? Du warst diesmal echt schneller? Alter, ganz schön schnell, mein kleiner Kumpel. Okay, dann würde ich mal sagen, wir begeben uns hier mal kurz mal rein und ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich hier eigentlich die ganze Zeit machen wollte. Und zwar benötigen wir nämlich übrigens für das, was wir heute machen wollen, ein bisschen was von dem hier, und zwar ein bisschen was für eine gute alte Holzsorte, ja? Die Holzsorte ist etwas ganz Besonderes, was wir heute benötigen werden, deswegen packen wir das da wieder rein. So, oh, die ganzen Rosen übrigens, Dankeschön, vielen Dank, mein werter Herr. So, die Rosen verarbeiten wir natürlich in Rosenfarbe. Die Rosenfarbe werden wir natürlich mit etwas ganz Besonderem mischen, und zwar nämlich mit der guten alten Lapis Lazuli, und mit dem Lapis Lazuli werden wir rote Rosen als auch Lapis Lazuli zusammen machen und dann bekommen wir 44 Purple Dingsabums daraus. So, 44 Purple Dingsabums da mischen wir natürlich mit unserem Wool, damit wir ich rede schon so schnell, damit bekommen wir natürlich lila Wool und die lila Wool werden wir natürlich so kombinieren, dass wir wunderschöne kleine Betten bekommen und diese Betten werden wir natürlich benutzen und diese Betten werden einmal hier hingemacht und zwei einmal dahin gemacht und damit haben wir zwei lila Betten und dann passt das hier auch alles noch mehr miteinander zusammen, ist natürlich ein bisschen harmonisch. Ja, ein bisschen besser, ja. Und dann ist ja auch die Sache schon viel besser. Super, das heißt, wir nehmen nochmal kurz die Purple Wool, das Oakwood und alles kurz da rein, was wir gerade nicht benötigen. Weil das sind nämlich alles irgendwie so komische Sachen, die wir gerade in unserem Inventar nicht so heftig benötigen, muss ich zugeben. So, packen wir das mal kurz alles rein. Die Arrows nehmen wir natürlich mit und das Diorite packen wir mal kurz wieder da rein. Ich werde das ja später nochmal sortieren oder vielleicht auch nicht, wer weiß schon, ja. Und jetzt kommen wir nochmal zu etwas ganz Besonderem, was mich ganz viele Leute gefragt haben. Eben nur, was für Sachen bekommt man raus, wenn man ganz viele Steinhaufen hintereinander abbaut? Das ist doch eine ganz interessante Frage. Und deswegen habe ich was vorbereitet. Und zwar werden wir nämlich heute ein kleines Steinpack-Opening machen, ja? Also habe ich nämlich ganz viele Steine mit Silk Touch abgebaut. Easy peasy lemon squeezy. Und die hier alle aufeinander sozusagen hinplatziert, um die natürlich alle abzubauen. Denn jeder einzelne Stein, den man abbaut, der kann theoretischerweise was Cooles droppen. Und da sind ganz viele interessante Dinge drin. Ich habe so viele Steine gehabt bis zum Ende dieses Baumes, ja? Und da werden wir einfach mal gucken, wie weit wir kommen und wie viel wir droppen können. So, Dr. Auge, hast du zufälligerweise eine kleine Kiste dabei, wo ich natürlich am Anfang alle meine Items reinlegen kann, denn sowas ähnliches habe ich nämlich auch schon im Spaßkasten gemacht, nur habe ich das mit anderen Sachen gemacht, und zwar mit so Loot-Chests, ja. Ich brauche übrigens, glaube ich, eine Doppelkiste, Dr. Auge, weil nämlich mein Inventar, glaube ich, ah, nee, doch nicht, vergiss es. Das ist eine ganz blöde Geschichte von mir gewesen. So, packen wir erstmal kurz hier alles rein, ja, und wir können theoretisch das alles auch zusammen mit einer ganz besonderen Sache kombinieren, und zwar mit unserer Diamond Pickaxe, denn mit der Diamond Pickaxe haben wir nämlich noch Fortune drin, und durch das Fortune können wir nämlich noch mehr Sachen rausbekommen. So, fragt sich natürlich, was für Sachen bekommen wir raus? Wir nehmen die Pickaxe hier raus, und wir schauen, was werden wir hier rausbekommen? Diamanten, Rüstung, was wird da rauskommen? Fangen wir an, okay. Wir fangen an mit dem ersten, Fackeln und Steine. Okay, beim zweiten bekommen wir raus ein Schild. Wir haben einfach ein Schild schon. What the fish? Guckt euch das mal an, wie nice ist das denn? Okay, weiter geht's. Was bekommen wir hier raus? Gold und Rotten Flash, super nice. Redstone und Fackeln, okay. Was bekommen wir hier raus? Steaks, Kohle und Stein, okay. Sehr nice Ausbeute. Oh, einen Diamond, Dr. Augen. Diamond einfach. Wow, ist das nice, Alter. Hier, warte mal, habe ich... Oh, da war gerade eben wieder eine Fee. Mist, die Feen muss man übrigens mit Glowstone oder sowas in der Art füttern, ja. Und dann funktioniert da irgendwie was. Irgendwas habe ich mal gelesen, aber das werde ich wahrscheinlich in einer anderen Folge mal machen. So, werden wir mal kurz schauen, was wir da haben. Oh, ein bisschen Kohle, Sand, okay, nicht so mächtig. Haben wir hier, oh, was ist das? Was ist das gerade eben gewesen? Ein weiteres Schild. Okay, wir haben schon zwei Schilder tatsächlich. Okay, was bekommen wir da? Da haben wir ein bisschen Brot, ein bisschen Rotten Flash, okay, für den kleinen Hunger zwischendurch. Hier haben wir ein bisschen Eisen bekommen. Wir haben inzwischen schon 5 Eisen und 2 Steaks, okay? Wobei ich nicht verstehe, warum man Steaks aus Steinen rausbekommt. Kannst du dir das irgendwie erklären, Dr. Auge? Komm, feuer mich an, Dr. Auge. Los geht's. Oh, sehr interessant. Dr. Auge, willst du mal eins abbauen mit deinem Laser? Mal gucken, was da rauskommt. Oh, nein, das mit dem Laser abbauen funktioniert wahrscheinlich nicht so gut. Du musst wahrscheinlich mit der Hand oder sowas in der Art abbauen. Vielleicht sollte das dann irgendwie funktionieren. Warte mal. Oh, okay. Was haben wir da rausbekommen? Das waren jetzt ganz viele Redstone-Sachen. Das war ein bisschen mehr. Oh, wir haben Clay rausbekommen. Das ist auch nochmal was Neues. Okay. Was haben wir da? Ein bisschen Cobblestone, ein bisschen Redstone. Da, oh, lol, einfach eine Pickaxe. Oh, Dr. Auge, wolltest du schon immer mal eine Pickaxe haben? Wo bist du hin? Guck mal, da hast du eine Pickaxe von mir. Herzlichen Glückwunsch. Komm, den nächsten darfst du wieder abbauen. Komm, Dr. Auge, hau rein. Okay, da haben wir ein bisschen Stone. Jetzt mache ich wieder einen. Okay, ich habe wieder Brot und Stone. Jetzt du wieder, Dr. Auge. Komm, hau rein. Okay, Fackeln, Kohle und Steine. Ich habe Redstone. Jetzt bist du wieder dran. Go, go, Gadget. Ein bisschen Sticks. Okay, Sticks ist auch was ganz Neues. Alles klar. Mal gucken, was hier rauskommt. Wieder ein Schild. Das ist jetzt schon das dritte Schild. Okay, dann haben wir hier ein bisschen Gunpowder, ein bisschen Kohle. Dann haben wir hier wieder ein Schild. Alter, wir haben so viele Schilder. Okay, ein bisschen Gravel. Okay, ein bisschen was an dem. Wir haben schon lange keinen Diamond mehr bekommen. Und wenn man vom Teufel spricht, da ist er wieder. Und eine neue Iron Pickaxe. Wir haben schon 3 Diamonds. Alter, ist das mächtig.
dich, Dr. Auge. Okay, weiter geht's. Wir haben hier ein bisschen was an Steinen. Okay, ein bisschen was an Kohle und wieder Clay dazu bekommen. Nice. Und dann haben wir, ein bisschen was an Steakery Dinos. Okay, dann haben wir hier wieder ein bisschen Clay. Dann kommt hier wieder die Fackel. Okay, Fackel und ein bisschen Pickaxe. Oh, doppelte Steaks. Super nice, Dr. Auge. Jetzt haben wir, Alter, Dr. Auge, wir haben einfach schon 11 Steaks durch Steine aufmachen. Das hätte ich niemals gedacht. So, hier wieder mal ein bisschen Gunpowder, wieder ein bisschen was an Steaks, okay. Wir haben einfach ein Schwert. Guck mal, was wir inzwischen alles schon haben. Wir haben jetzt ein Schwert, eine Pickaxe, sonst fehlt uns noch eine Schaufel und tatsächlich noch eine Hoe oder sowas. Na, dann hätten wir tatsächlich alles oder vielleicht eine Axt, ja. Hier haben wir noch eine weitere Pickaxe, okay. Da bekommen wir wieder ein bisschen Steak raus. Du bist dran, Dr. Auge. Alright, ein bisschen was an Redstone, ein bisschen wieder was an Dings Eisen. Oh, wieder was, ein bisschen an Steak. Cool, wieder ein Schild. Was hast du? Und ein weiterer Diamond, Alter. 4 Diamonds schon. Okay, komm, ein bisschen Brot, komm, ein bisschen, noch ein Diamond. Ah, Mist, passt nicht, okay. Dann machen wir den hier mal auf, da ist wieder was Uninteressantes drin. Der nächste, was kommt da? Ein bisschen Gold wieder, cool. Haben wir hier wieder ein bisschen Fackeln, da hinten ist übrigens ein braunes, tolles Schaf. Oh, nice, okay. Ich würde mich echt fragen, ob wir vielleicht noch eine Schaufel oder so. Oh, tut mir leid, Dr. Auge, das war gerade eben deiner. Okay, mach du jetzt auch 2, komm, mach du den nächsten auch nochmal. Nice, okay, super nice, cool. Das heißt, was kommt hier raus? Ein bisschen was an dem. Komm, ein Diamond schaffen wir noch, oder, Dr. Auge? Ein Diamond kommt hier definitiv nochmal raus. Na, Mist, da ist keiner rausgekommen. Okay, ein bisschen was an Sand, ein bisschen was an Kürbis. Komm. Ah, Mist, kein Diamond. Okay, der letzte, vielleicht, der letzte ist dann wahrscheinlich von mir. Du musst den nächsten aufmachen, okay? Nice, okay. Jetzt der letzte. Dr. Auge, glaubst du, da kommt ein Diamond raus? Kommt aus dem letzten Diamond raus? Ich bin so gespannt. Okay, 3, 2, 1. Ich guck weg. Ich baue ab und ich guck weg. Warte, ja, nein, es ist leider keiner rausgekommen. Oh Mist, oh wie schade. Aber das war gerade eben ein Stein-Unboxing. Und jetzt haben wir tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5 Schilder. Wir haben 4 Schwerter. Wir haben 1, 2, 3 Pickaxes, 4 Diamanten. Ne? Wir haben 16 Clay, ein bisschen was an Gravel, ein bisschen was an Stone, 22 Redstone, 26 Kohle, 5 Gunpowder. Und ich würde mal sagen, das ist definitiv eine richtig heftige Ausbeute, die wir hier gemacht haben. Und es hat sich definitiv gelohnt, hier Steine zu sammeln. Vielleicht finden wir hier unten ja nochmal einen. Guck mal, hier gibt es diese Knochenhügel, ja. Die könnten wir theoretischerweise auch machen, weil da sind tatsächlich auch so Dings drin, ja. So Rüstung und sowas in der Art. Okay, falls ihr also vielleicht Bock habt auf ein Pack-Opening mit Knochen, ja, dann gehe ich vielleicht sogar nochmal runter für euch und sammle ein paar Knochen für euch. Was haltet ihr davon? Ist doch eine gute Idee, oder? Man sieht sich auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Tschüss.